Keine Sorge, ich mache es ganz kurz. Ich habe eine ganz kurze 70-minütige Rede vorbereitet. Nein, aber wenn Sie mir erlauben, zwei kleine Einschübe. Erstens mal, weil ich jetzt dem Publikumsliebling vergeben darf und ansagen darf, alle, die heute Abend, und das sage ich nicht, weil es irgendwie so kitschig ist, sondern tatsächlich, weil es einfach so ist, alle, die heute Abend hier sind, all die, die auch leer ausgegangen sind und alle 800, die eingereicht wurden, aber die es dann vielleicht nicht weitergeschafft haben, sie sind faktisch, de facto, alle Publikumslieblinge, sonst wären sie nicht hier. Deswegen bravo an alle Sie und an Ihre Formate. Ja. Und dann würde ich gerne noch etwas Kleines Persönliches sagen, nämlich an unsere wunderbaren Simultan-Übersetzer und Übersetzerinnen heute Abend hier, weil sie wissen, wie unfassbar schwierig es ist, simultan zu übersetzen, von egal welcher Sprache in welche Sprache. Und dann nochmal von Deutsch-Gebärdensprache, die, wie wir vorhin gelernt haben, eine völlig andere Grammatik hat. Und das dann in der Schnelligkeit, in der nicht nur ich, sondern viele meiner Vorredner und Vorrednerinnen gesprochen haben, ist unfassbar schwierig. Und ich habe eine persönliche Geschichte, weil der liebe Thorsten und ich meine auch die Laura, oder bin mir nicht ganz sicher, aber beim Thorsten bin ich mir sicher. Ich habe letztes Jahr meine Stand-Up-Tour, die ich seit zehn Jahren toure ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und habe die im letzten Jahr zum ersten Mal in Gebärdensprache, also live auf der Bühne, Comedy in Gebärdensprache übersetzen lassen, hatte dann in jeder Stadt in Deutschland jemand anderen und habe dann aber erst sehr spät erfahren, dass es fast gar nicht möglich ist, weil eben aufgrund der Grammatik, weil in Deutschgebärdensprache das Verb oft am Ende ist und bei uns das Verb schon an zweiter Stelle steht, dann oft manchmal mit dem Witz, dass das nicht funktioniert, weil dann die Gruppe schon lacht und die Gruppe noch gar nicht weiß. Und dann hat der liebe Thorsten, glaube ich, meine Düsseldorf-Show übersetzt. Dortmund und Düsseldorf, 2000, 3000 Leute, und ich weiß noch diese, und ich habe dann ein bisschen Gebärdensprache gelernt und hatte dann gelernt, dass mir ist wieder eingefallen, ist mit zwei Fingern sich so an den Kopf zeigen. Das heißt, mir ist wieder eingefallen. Und ich wollte auf der Bühne diesen einen Satz sagen, den mir der Thorsten beigebracht hat, habe aber statt so rum, also Handfläche zum Kopf, habe ich das so rum gemacht, Handfläche vom Kopf weg. Und das bedeutet, ich bin eine Sexworkerin. Ja? Und der Thorsten hat dann an der Seite gezappelt, um mir zu erklären, Elisa, du sagst den Satz falsch. Und ich habe dann die ganze Zeit so gemacht und habe eigentlich die ganze Zeit gesagt, mir ist wieder eingefallen, ich bin eine Sexworkerin, mir ist wieder eingefallen. Und eben nur die, ja, weil ich super finde, dann die ganzen Menschen, die mit Hörbehinderungen da waren oder höreingeschränkt oder eben gehörlos, die waren eben alle, die haben sehr gelacht, alle anderen wussten nicht, was los ist. Deswegen ein großes, ich glaube, Dankeschön an Thorsten und an Laura für heute Abend. Dankeschön. So. So, nun aber zum Gewinner des Publikumspreises. Entschuldigung, falscher Zettel. Oh Gott sei Dank, hätte schon geleakt. 28 Nominierte hat die Nominierungskommission aus den Einreichungen ausgewählt, und beim Voting zum Publikumspreis konnte bis zum letzten Donnerstag online abgestimmt werden. So, die Entscheidenden der Nutzerinnen und Nutzer für den Publikumspreis, das Grimme Online Award 2000, die Entscheidungen der Nutzerinnen und Nutzer für den Publikumspreis des Grimme Online Award 2023 lauten wie folgt. Platz 3 war über lange Zeit sehr, sehr konstant auf diesem Platz die Recherche, in der Betroffene über ihre traumatischen Erfahrungen berichten und eine Datenbank umfassend über das Angebot von Kliniken informiert, hat vorhin bereits ein Jurypreis abgeräumt. Auf Platz 3 liegt Schwangerschaftsabbruch in Deutschland von Korrektiv Lokal. So, Platz 2 hat sich über wohl sehr, sehr lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Platz 1 geliefert, und mal war der eine vorne, mal der andere, und am Ende fehlten wirklich nur ganz, ganz wenige Stimmen, und deswegen, ja, schade, aber trotzdem wunderschön, ja, also schade für 2, aber super für 1 oder wie auch immer, beide sehr verdient,
mit allem, was sie tun. Platz zwei geht an die Flut. Warum musste Johanna sterben? Und da möchte ich dazu noch mal sagen, also falls Sie den noch nicht gehört haben, bitte hören Sie da noch mal rein, weil das ist ein unfassbar, also rührt wirklich zu Tränen. Man kann unfassbar persönlich die Geschichte von Johanna und ihren Eltern ja, persönlich nicht nur miterleben, sondern wird so greifbar für einen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr verdienter zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt. Der Gewinner des Publikumspreises hatte einen gar nicht so großen Vorsprung, war aber dennoch die letzten zwei Wochen sehr, sehr stabil auf Nummer 1. Und den Publikumspreis des Grimme Online Award 2023 erhält Dr. Watson. Ja, und da wurde ich, wie alle anderen Laudatorinnen, auch gefragt, einen persönlichen Kommentar dazu zu verfassen. Und den wollte ich so kurz wie möglich machen. Ich finde, nichts zeugt von, ja, ich drehe es um, Entschuldigung. Ich finde nichts schrecklicher, als wenn Menschen, gerade im wissenschaftlichen Diskurs, bewusst sehr, sehr hochgestochen klingen möchten. Also irgendwie glauben, dass ihre These oder ihre Erkenntnisse oder worüber auch immer sie sprechen möchten, dass das irgendwie noch mehr Gewicht bekommt, wenn sie möglichst viele sehr, sehr schwierige Begriffe da reinwerfen. Ich finde, das war immer mein persönlicher Geschmack, dass das eben nicht von hoher Intelligenz gezeugt hat. Für mich hat das immer mehr nach Komplexen ausgesehen. Ich finde, dass es gerade von sehr, sehr hoher, nicht nur Intelligenz, ja doch auch von Intelligenz, aber auch von großer Menschlichkeit zeugt, wie man ein sehr, sehr komplexes Thema in eine Sprache übersetzen kann, die für alle Menschen zugänglich wird und erst recht vielleicht Menschen anfangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Ich selber bin ein großer Fan und es beruhigt mich sehr, wenn ich spätabends Dokus oder Formate oder was auch immer, Filme zum Beispiel über physikalische Themen lesen, hören, sehen kann. Und gerade das Universum, mit dem Dr. Watson sich auch viel und viel gerne auch neben sehr wichtigen gesellschaftlichen Themen beschäftigt, ist für mich so ein großes, großes Hobbythema. Und eins der wunderbarsten Sachen, die ich gerade aus diesem Format und aus solchen Formaten gelernt habe, sind wie Supernova vor sich gehen, wie Sterne explodieren, so wie eines Tages auch unsere Sonne leider explodieren wird. Aber seien Sie nicht traurig, das dauert noch. Und dass nur durch explodierte Sterne wir Menschen existieren, weil verschiedene Atome in unserem Körper nur in unserem Körper sind, weil irgendwo irgendwann mal ein Stern explodiert ist, zum Beispiel das Eisen. Ja? Alles Eisen, was wir in unserem Körper haben, kommt von einem explodierenden Stern. Und deswegen ist dieser wunderschöne Satz, dass wir Menschen eigentlich nur Sternenstaub sind, nicht nur sehr, sehr poetisch, sondern hat auch eine große, große, beinhaltet eine große Wahrheit. Und deswegen bin ich so dankbar für dieses Format von Cedric Engels, weil es eben einfach Hunger, weil er es schafft, das in eben ein Format zu gießen, was Hunger nach mehr Wissen macht und Hunger macht, in Welten einzutauchen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht so sehr beschäftigt. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Watson, Cedric Engels. Cedric Engels, Jonas Bratke, Dennis Eckmeier, Caroline Riedmüller, Pascal Rausch, Lia Springer und Jakob Göß. Kommt hier hoch. Gratulation, jawohl. Na, möchte jemand den Preis abholen oder? Jawohl. Ist das immer so mit den Themen bei euch auch, wenn ihr was, also Content erstellt, dass dann alle erstmal gucken, okay, was machen wir heute? Oder wie genau, war? Ja. Genau. Okay, gut. Ja. Warum glaubst du, funktioniert das so gut? Also ich meine, die Wissenschaft, es ist einfach, es gibt so viel, über das man berichten kann. Wissenschaft ist alles. Genau. Warum glaubst du, dass das so gut bei YouTube funktioniert?
Weil es halt alles ist und weil es super spannend ist. Ich kann bei YouTube auch andere Geschichten anschauen. Nein. Das stimmt. Also wir versuchen immer eine gute Mischung aus Unterhaltung und Relevanz, aber auch irgendwie also so ein Edutainment zu finden, was irgendwie in 10, 15 Minuten wirklich was Wichtiges erklärt, was irgendwie im Alltag das was zu tun hat oder eine soziale Relevanz hat, aber trotzdem halt auch irgendwie einfach mindblowing ist. Es gibt die Gefahr in der Wissenschaft, dass man was Mindblowing-mäßiges in die Headline packt und dann gar nicht mehr in die Tiefe geht. Ne? Also oder auch populärwissenschaftlich ein bisschen arbeitet. Das ist nicht der Ansatz. Wie schwer ist es dann reinzugraben? Ja, die Frage würde ich, glaube ich, an die Redaktion weitergeben. Was war die Frage nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört. Na, die Frage aufgeregt. Ist ja, wie man bei Wissenschaft, es einfach schafft, in die Tiefe zu gehen und nicht einfach nur eine Headline zu liefern. Ich glaube einfach, wir alle sind so krass an solchen Themen interessiert und noch so nah an unserer Zielgruppe dran, dass wir irgendwie so ein bisschen selber davon ausgehen, was würden wir anklicken, was finden wir spannend daran und einfach gucken, wie berührt uns das im Alltag oder auch sonst. Und ich glaube, dann gehen wir so von uns und schreiben dann von da aus einen Text und anscheinend gefällt der ganz schön vielen Leuten. Und hättet ihr das gedacht, dass das so viel Power hat, so viel Movement-Power, dass da eine ganze Produktionsfirma dann draus wird? Nee, ich habe das angefangen in meinem Kinderzimmer, noch zu Hause mit der DSLR, die ich von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Da habe ich noch nicht mal Abitur gehabt und ich fand es einfach cool, weil ich mir das selber gerne viel angeguckt habe. Und ich hätte damals mir nicht erträumen können, dass ich daraus was Eigenständiges, Selbstständiges, Großes, so Großes aufbauen kann. Nee. Ja. Ich muss einmal ganz kurz fragen bei den Frauen in der Runde. Es ist ja schon in der Wissenschaft so, dass es erwiesenermaßen mehr Männer gibt, die in dem Wissenschaftsbetrieb arbeiten, als Frauen. Steuert ihr dagegen? Oh, tatsächlich ist es so, wir sind jetzt in der Redaktion, also auch an der Themenwahl beteiligt, oder? Hauptsächlich beteiligt, tatsächlich gerade mit einem Frauenüberschuss dabei. Aha. Das sieht im Publikum aber leider anders aus. Das liegt, glaube ich, daran, dass sich von Anfang an bei YouTube da leider ein Bias herausgebildet hat, der bis jetzt leider immer noch nicht verschwunden ist. Und den kann man aufbrechen oder was ist da deine Prognose? Ich würde das vielleicht nochmal zurückgeben, aber soweit ich weiß, ist das auf jeden Fall die Hoffnung. Ja, okay, Cedric? Genau, also es hat sowohl was mit Themenwahl zu tun, als auch mit dem YouTube-Algorithmus und wir arbeiten ständig daran, einfach alle anzusprechen, weil wir der Meinung sind, dass Wissenschaft alle was angeht und für alle interessant sein soll und auch einfach verständlich für alle sein soll, weil es super relevant ist und genau, deswegen versuchen wir, möglichst viele anzusprechen. Lass uns noch abschließen mit, wie geht's weiter? Wir haben sehr viel vor. Wir werden jetzt noch dieses Jahr hoffentlich 2 Dokus veröffentlichen, selbst produziert, selbst finanziert auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind ins Livestreaming gegangen. Podcasts sind ja auch hier heute viele vertreten, wollen wir auch nochmal machen im wissenschaftlichen Bereich. Wir haben ganz, ganz viele Ideen und leider viel zu wenig Zeit, um das alles umzusetzen. Ja, dann nochmal den Applaus als Sternenstaub für euch dazu.